So, hier haben wir einen Opel Corsa. Der Wagen ging aus während der Fahrt. Nachverteiler ist keine Zündfunke da, Vorverteiler schon. Wir machen den Verteiler auf. Verteilerkappe habe ich jetzt abgebaut. Verteilerfinger sieht nicht mehr so gut aus. Der Kohlestift, der hier drin ist, war verschlissen. Da habe ich mir jetzt was überlegt und ein Feder für einen Kugelschreiber habe ich hier eingebaut, reingelegt und damit wird der Motor gleich laufen. Verteilerkappe ist wieder dran. Wir starten den Motor. Läuft. Alles gut.